Es ist ein gefährliches Spiel, was da einige Kleinanleger in der letzten Woche betrieben haben. Und es ist damit zu rechnen, dass das ganze Spiel auch noch ein bisschen weitergeht. Schönen guten Tag beim Ausblick auf die kommende Woche. Problem bei der ganzen Geschichte ist nämlich, dass der ganze Markt in Turbulenzen kommt. Ja, ein Flashmob oder mehrere Flashtops haben Aktien nach oben getrieben, von denen man sich fragt, warum eigentlich? Ne? Ich meine, GameStop, das mag ja irgendwie ein charmantes Produkt sein. Die Firma ist aber dummerweise ziemlich pleite. Deswegen haben sich beispielsweise einige Hedgefonds offenbar GameStop vorgenommen und wollten diese mit der Verkäufen letztendlich shorten. Sowas machen Hedgefonds manchmal, das ist wahr. Das ist nicht immer unbedingt negativ. Man erinnere sich beispielsweise an Wirecard. Und natürlich gibt es im Finanzwesen Dinge, wo man sagt, dagegen müsste man härter vorgehen. Beispielsweise Manipulation von Währungskursen, von Zinssätzen und ähnlichen Sachen. Das ist alles richtig. Die Frage ist letztendlich, ob man letztendlich Unrecht, das ja bestraft wird im Übrigen, wenn es herauskommt, letztendlich mit neuem Unrecht letztendlich kompensieren kann. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach Mittelalter. Dazu ist es so, dass diese Sache, die da läuft, letztendlich meiner Ansicht nach ein sehr gefährliches Spiel für uns alle ist. Denn wer sich die letzten Tage angeschaut hat und bei sogenannten Neobrokern letztendlich handelt, der wird beispielsweise gesehen haben, dass diese Broker extreme Probleme ha hatten, ihr Geschäft überhaupt noch abzuwickeln. eToro war beispielsweise, ich glaube, am Mittwoch fast 1,5 Stunden nicht erreichbar, hat inzwischen auch einige Aktien zum Kauf gesperrt und dann auch zum Verkauf, was meiner Meinung nach dann richtig ist. Also wenn ich was zum Handel aussetze, muss ich es in beide Richtungen aussetzen. Das große Problem ist, dass der Kleinanlegermarkt gegenüber den Hedgefonds beispielsweise gar nicht reguliert ist. Hedgefonds sind zwar auch wahrscheinlich doch zu wenig reguliert, aber wie gesagt, Kleinanleger können eigentlich scheinbar an der Börse machen, was sie wollen. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich, letztendlich, wenn dann solche Überbewertungen wie bei GameStop mit 40 Milliarden rauskommen. Sei es drum. Das große Problem ist, jeder Trade, den so ein Robin Hood da macht, letztendlich, der braucht eine Gegenposition. Diese Gegenposition müssen Liquiditätsgeber oder der Broker selber aufnehmen. Robin Hood ist daran fast gescheitert in der letzten Woche. Die mussten 1 Milliarde Dollar Kredite aufnehmen, mal schnell. Außerdem sollen ersten Medienberichten zufolge auch einige Banken schon fast ins Wanken gekommen sein. Und das hat gravierende Auswirkungen auf den gesamten Finanzmarkt. Und zu diesem Finanzmarkt gehört die gesamte Wirtschaft, denn unsere Wirtschaft funktioniert nur, wenn es Liquidität gibt. Die Liquidität bekommt die Wirtschaft aber nicht von der Notenbank, sondern von einer Geschäftsbank. Und wenn diese Geschäftsbank nicht mehr funktioniert, passiert das, was wir 2008 schon mal gesehen haben. Wer das gerne nochmal sehen möchte, der macht mit dieser Aktion, die zurzeit da läuft, gerne weiter. Er muss aber wissen, dass Hedgefonds beispielsweise, wenn die dann ins Wanken geraten, dass die auch für Pensionen wichtig sind, weil da nämlich Lebensversicherer und Pensionskassen einzahlen. Und also dass nicht ein paar Milliardäre sind, die da dahinter stecken, sondern dass da viel Geld von kleinen und ganz normalen Arbeitnehmern dahinter stecken, was da zerstört wird. Es ist also nicht im Interesse der Masse, was da passiert, sondern da gibt es ein paar Egoisten, die der Meinung sind, die müssen mal ihre eigene Nummer durchziehen. Das ist erstmal Fakt. Und so. Wofür man diesen Leuten allerdings dankbar sein muss, ist, dass in den USA zum Beispiel die SEC, also die Börsenaufsicht und auch der Kongress aufgewacht sind und sich mal darüber Gedanken machen, ob man vielleicht zum Beispiel Hedgefonds ein bisschen mehr regulieren muss. Allerdings werden sie sich auch darüber Gedanken machen müssen, wie man Kleinanleger besser reguliert. Denn das, was da zurzeit funktioniert, das stört den Markt an sich empfindlich. Denn eigentlich ist die Börse ja kein Zockercasino, sondern letztendlich ein Platz, wo man Investitionen tätigen will. Und da möchte man natürlich nach Möglichkeit faire Preise haben, weil ansonsten funktioniert der Markt nicht mehr. Das wiederum ist eben die Gefahr für die gesamte Wirtschaft. Es kann also aus sowas auch eine Weltwirtschaftskrise entstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit darauf wirklich Lust hat.
Aber sei es drum, wenn es die Mehrheit will, dann muss es so passieren. Wir sind ja frei und demokratisch und dann macht mal los. Ich persönlich finde es befremdlich, ehrlich gesagt. Ich finde es auch sehr befremdlich, wie darüber zum Teil diskutiert wird, meiner Ansicht nach oft ohne Kenntnis dessen, was am Markt tatsächlich passiert, was da überhaupt gemacht wird. Ich habe manchmal zum Beispiel, wenn ich bei eToro Kommentare lese, den Eindruck, dass viele gar nicht wissen, dass wenn sie einen Trade eröffnen, irgendjemand eine Gegenposition einnehmen muss. Das ist dann in der Regel der Liquiditätsgeber. Und viele wissen offenbar auch gar nicht, dass sie selber jeden Tag Leerverkäufe machen. Und so. Und wenn ich einen DAX beispielsweise Short stelle und ich habe vorher keine Long-Position aufgemacht, dann habe ich das leer verkauft. Das, von der Warte aus ist es also ziemlich witzig. Man kann auch bei eToro beispielsweise und bei jedem anderen Broker natürlich auch, kann man auch Aktien shorten. Das ist ein Leerverkauf letztendlich. Warum sollen Hedgefonds also nicht dasselbe Recht haben wie ein Kleinanleger? Das verstehe ich nicht. Aber sei es drum. Insgesamt, um mal trotzdem von der Konjunktur zu sprechen, die wahrscheinlich in der nächsten Woche kaum eine Rolle spielen wird, weil, wie gesagt, die Verrückten am Werk sind. Insgesamt haben wir eine gute Berichtssaison in den USA. Die Daten sind auch industrieseitig nicht so schlecht. Da geht es um Exporte und in China läuft es ja ganz gut. Aber der Konsum ist ziemlich mies gewesen. Egal, ob man jetzt den realen Konsum oder die Konsumstimmung der Uni Michigan nimmt oder andere Daten. Das war insgesamt was ziemlich erstaunlich, dass es in den USA wenig Nachfrage offenbar gibt. Das könnte durchaus für die Gesamtwirtschaft in den USA und für die Konjunktur dort ein Problem werden. In China, da gab es ja zuletzt doch ziemlich viele neue Corona-Fälle, wo ganze Städte abgeriegelt wurden. Das hat offenbar doch auf die Konjunktur gedrückt, zumindest der ISM-Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe unter den Erwartungen geblieben, aber immerhin über der Expansionsschwelle 50, also China wächst noch, aber nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Wir wollen uns trotzdem schnell ein paar Charts angucken und zwar beginnen wir mit dem DAX. Da sehen wir schon, wir haben also einen massiven Einbruch hier erlebt am Mittwoch, der dann also, wo man am Ende auch immer erstmal gucken muss, worum geht es denn überhaupt. Und danach haben wir hier eine sehr volatile Phase. Letztendlich, wir sind hier immer noch bärisch. Es kann also immer noch weitergehen, wenn ich jetzt den Stundenchart nehme und sage, okay, wo könnte es denn hingehen? Dann muss ich ganz klar sagen, also das ist erstmal bärisch zurzeit und wir könnten hier also durchaus zum Beispiel in den Bereich 13.030 Punkte als nächstes fallen. Nur ist aber zurzeit eben überhaupt nichts normal, weshalb es eben sehr, sehr schwierig ist zu sagen, was in der nächsten Woche tatsächlich passieren könnte. Auf der Oberseite haben wir bei 13.800 den wichtigen Widerstand durch die Wolke hier. Das sollte man vielleicht noch sagen. Wenn man jetzt sich das Ganze jetzt mal im Daily Chart anschaut, dann sieht man, naja, so richtig bullisch ist es auch nicht mehr. Ne? Wir sehen hier, wenn wir das ein bisschen auseinanderziehen, dass der blaue Tenkan den orangefarbenen Kiju nach unten gekreuzt hat. Das ist schon mal nicht so schön, aber wir sind hier noch über der Wolke, die auch sehr dick ist. Also bis 12.600 ist eigentlich am Gesamtbild jetzt nicht so viel auszusetzen. Korrekturen gibt es immer mal, nicht wahr? Hier sieht man auch, dass jetzt, also sage ich mal, diese ganze Aktion von den Kleinanlegern jetzt nicht so sehr ins Kontor jetzt im DAX zum Beispiel geschlagen hat. Und das Gleiche gilt auch für den S&P 500. Das ist also jetzt nicht unbedingt, also es steht jetzt nicht das System auf der Kippe, bloß weil da ein paar Verrückte letztendlich komische Aktionen machen, die übrigens kriminell sind. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist nicht nur die Absprache zur Manipulation bei Großbanken kriminell, sondern das, was Kleinanleger da auf Foren machen, das ist auch nicht rechtens. Das muss man immer wissen und man muss man eben auch sagen, letztendlich, was sind meine Werte? Finde ich es gut letztendlich, dass Unrecht durch Unrecht letztendlich vergolten wird. Das klingt für mich nach Mittelalter, aber das kann, wie gesagt, jeder sehen, wie er will. Wir haben im S&P 500 eine sehr hohe Volatilität gehabt. Ne? Normalerweise war das hier charttechnisch eigentlich eine wunderschöne Sache zu neuen Allzeithochs, aber wie gesagt, wir sind ja nicht in normalen Zeiten, deswegen ging es danach wieder rund. 3114 brechen wir scheinbar nun auch. Und könnten dann, wir haben hier ziemlich viel Gewölk bei 3660 und dann nochmal hier bei 3600.
Ja, also wie gesagt, es ist also schwer zu sagen, wie das Ganze weitergeht. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Volatilität uns erhalten bleibt. Es wird weiter hoch und runter gehen. Da werden verschiedene Kräfte sich miteinander messen. Wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, am Donnerstag den höchsten Umsatz an der New Yorker Wall Street seit 2008. Das bringt natürlich auch eben durchaus Feuer mit dazu. Also wer gerne rumzockt, der ist zurzeit vollkommen richtig an der Börse. Wer eben investieren will in die Zukunft und der hält sich zurzeit am besten ein bisschen zurück. So einfach ist das, um das mal ganz sachlich zu nehmen. Nicht wahr? Wenn wir uns das Ganze hier im Daily Chart anschauen, sehen wir, ja, sieht natürlich alles schon ein bisschen jetzt nicht mehr bullig aus, aber es ist jetzt noch nicht so viel passiert. Auch hier sehen wir, naja, eigentlich sogar, naja, die Wolke ist jetzt hier so noch ein bisschen drunter, so bei 3500. Auch die ist sehr dick. Also wir haben da sehr, sehr viel Support und ob Kleinanleger es schaffen, da durchzukommen, schauen wir mal, ob das gelingt. Die Macht der Kleinanleger ist auf alle Fälle in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Das haben sie unter anderem auch im Silber gezeigt. Wobei ich mich dann eben gefragt habe, letztendlich, ob es da dann, halt, das ist Gold. Silber hier, das sind wir über 26,80 inzwischen gestiegen, wobei ich mich dann eben frage letztendlich ganz einfach, was das bringen soll letztendlich. Ne? Also hier zum Beispiel schadet man der Industrie auf alle Fälle mit, also den Arbeitsplätzen der kleinen Leute, dass diese Aktion also letztendlich eine Robin Hood-Aktion für kleine Leute ist. Vielleicht meint man es ja so, auf alle Fälle geht die Nummer definitiv nach hinten los, denn das, was da zurzeit läuft, wenn das Erfolg haben sollte, also manche sprechen ja von einer Revolution, dann ist es eine Revolution in die Arbeitslosigkeit und die Armut. Das ist eine Sache, das kann man so wollen, aber muss man nicht. Erster Support dürfte jetzt so um die 26 hier dann noch liegen. Auf der Oberseite sind wir bei knapp 28 Dollar, haben wir hier dieses Verlaufshoch, sind wir also nicht mal so hoch gelaufen. Also der Kleinanlegermarkt hat es nicht mal geschafft, letztendlich das Jahreshoch zu erreichen, sagen wir es mal so. Aber es ist volatil, vielleicht schafft es der Kleinanlegermarkt ja in der nächsten Woche. Wer weiß das schon? Rohöl ist davon auch betroffen und wir haben auch schon Rohöl insgesamt eher seitwärts. Und wir haben auch Gold gesehen. Das ist dann auch mal kurzzeitig mit nach oben gelaufen. Es gab dann also Leute, die gesagt haben, wenn man das alles jetzt hier am Markt sieht, dann gibt es nur eins. Man muss Gold kaufen, weil das ist ja der sichere Hafen. Gold hat auch ganz schön Volatilität gezeigt. Das würde jetzt eher widersprechen, aber es gibt ja Goldhändler letztendlich, die nichts anderes machen als Gold. Die müssen natürlich dann sehen, ja, dass man aus Unsicherheit letztendlich den Ruf des Goldes als sicheren Hafen nimmt, der ja Gold zuletzt gar nicht war. Denn wir erinnern uns immer dann, wenn letztendlich die Konjunktur nach unten, also die Aktienmärkte nach unten gelaufen sind, ist ja Gold auch immer mit nach unten gelaufen, weil ja der US-Dollar der sichere Hafen war, wie wir dann vielleicht mal hier sehen können. Nicht wahr? Da ist dann immer der Dollar noch ein bisschen hochgelaufen. Der ist insgesamt zurückgekommen, was ja auch sinnvoll ist, weil letztendlich, wenn man sich das anguckt, ist es ja invers, wenn man sich den DAX anguckt, der ist ja nach oben gelaufen, nicht wahr? So, also insgesamt war die Risikofreude ja bisher ziemlich gut, in den letzten Tagen dann eben nicht mehr, was eben tatsächlich davon herrührt, dass der Markt schon ziemlich verunsichert ist. Also die Wilden haben auf alle Fälle irgendwas erreicht. Was muss man mal sehen? Es gibt ja da die Hoffnung, dass letztendlich der Kongress und vielleicht sogar die SEC für die Kleinen sind. Das halte ich eher für ein Gerücht, sondern da wird es darum gehen, letztendlich, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Natürlich wird das auch Anlass sein, mal zu gucken, was die Hedgefonds eigentlich machen. Und das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Denn dadurch, dass Hedgefonds sehr wenig reguliert sind, können da natürlich eher Dinge passieren, die eigentlich so nicht gewollt sind, als an anderen Stellen. Aber dass alle Hedgefonds kriminell sind, ich denke jetzt mal an Wirecard, diese Leerverkaufsaktion habe ich nachträglich zumindest mal dann verstanden.
Und das gehört dann eben auch dazu. Hatten wir schon Euro-US-Dollar? Ich glaube nicht. Da schauen wir da nochmal schnell drauf. Da gibt es auch wenig zu sagen. Ne? Wir haben hier bei 1,2050 scheinbar eine ziemlich solide, einen ziemlich soliden Support aufgebaut, wobei man eben hier auch sagen muss, ne, wenn es eben volatil wurde, dann ist der Dollar gesucht worden. Das ist auch klar, der wird ja dann gebraucht letztendlich an der Börse, ne? Um mit der Volatilität mitzuhalten. Und wir schauen auch mal auf Bitcoins. Die haben auch einen ziemlich wilden Lauf hinter sich. Die waren letzte Woche dann schon mal hier sogar über dem bisherigen Allzeithoch. Da könnte also die 40.000 immer noch sehr interessant werden. Auf der anderen Seite sind wir aber gerade jetzt eher bärisch bei 33.300. Wir hatten hier um 29.115 einen Doppelboden gebildet, der aber aus meiner Sicht, ja, der könnte durchaus noch einen dritten Test kriegen. Kann man auch schlecht sagen, auch hier, okay, also Kryptos sind immer volatil, ne? Von der Warte aus. Insgesamt sage ich mal, wenn man das fundamental sieht, dürften Kryptos in der Zukunft meiner Ansicht nach eher weiter steigen. Es ist natürlich auch immer möglich, dass es mal eine Gegenbewegung gibt, weil diese Bewegung hier, die ist schon sehr heftig gewesen. Aus der Sicht muss man dann natürlich auch sagen, letztendlich, das könnte durchaus übertrieben sein. Und da reguliert sich der Markt dann meistens auch selber. Das wird auch bei GameStop im Übrigen passieren. Irgendwann wird über die Aktie kein Mensch mehr reden. Aber so ist das eben. Das, was also jetzt passiert ist, das kann mal passieren. Das ist schon öfter passiert. Dann heißt es einfach ruhigen Kopf halten und dann sollen die sich da austoben. Und danach schauen wir dann mal wieder, wie es weitergeht. Zurzeit hat es eigentlich wenig Sinn, auf den Markt zu gucken, aber wir müssen auf die Termine zu gucken, aber wir müssen ja immer im Hinterkopf behalten, irgendwann ist die Börse auch wieder normal. Davon gehe ich zumindest zurzeit aus. Und dann sind Einkaufsmanager-Indizes vor allem für arbeitendes Gewerbe am Montag und dann am Mittwoch die Dienstleistungen, dann sind die durchaus wieder entscheidend. Und hier unten ist noch wichtig, am Freitag die Non-Farm-Payrolls, der Arbeitsmarkt aus den USA. Da könnte es sein, dass das durchaus auch eine Möglichkeit ist, zu shorten. Denn der Arbeitsmarkt scheint in den USA nicht so gut zu laufen, wie man sich das eigentlich wünscht. Das soll es von mir aus gewesen sein und dann wünsche ich viel Glück beim Zocken oder was auch immer in der nächsten Woche passiert.